Entschuldigung, falls ich da wirklich irgendwie was Dummes draus gemacht habe in Sache Thumbnail und Titel, aber ich hab's mir, glaube ich, nicht verkneifen können. Leute, ich bin jetzt schon durchgeschwitzt wie sonst was. Ich habe nur mein Set aufgebaut. Hier so ein bisschen Softboxen und alles umgestellt und ich bin jetzt schon total im Arsch. Und deswegen frage ich dich, geht's dir denn da genauso? In etwa so wie mir? Schwitzt du denn genug? Warum schreibt niemand einen Song über Schwitzen? Hat das schon jemand getan? Ich weiß nicht. Ansonsten mache ich bald einen Song über Schwitzen. Ist ein sehr schönes Thema. Wir legen los. Wir haben wieder eine Loot-Chest bekommen. Und zwar für den Monat Hitzewelle. Juni haben wir bekommen. Ich mache sie sofort auf, ja, und lasse euch teilhaben. An dieser grandiosen Loot-Chest. Was ist da wieder drin? Star Wars. Star Wars Tasse, ich fühle schon. Ich bin der beste Fühler auf der ganzen Welt. Ich fühle mit meinen Fühlarmen eine R2-D2 Tasse, glaube ich. Ist es richtig? Ja! Super toll. Ich habe eine neue Tasse. Das heißt, heute im Livestream ab... Nee, ich mache das Video ja erst morgen. Das heißt, morgen am Mittwoch ab 18 Uhr trinke ich aus dieser Tasse Kaffee, Kaffee. Geil, Tasse. Wupp. Wenn es gut gegangen wäre, das wäre so schlimm geworden. Nein. Ich bin doch der beste Fänger der aller Zeiten Welt. Und der beste sprachlicher Typ. Ja, ich weiß, es ist mega unscharf. Ist mir aber vollkommen egal. Ich mach's mal eben auf. Oh mein Gott, wir haben hier Karten. Wir haben so ein eigenes Dungeon-Baustein-Bausets. Schaut euch das mal an. Wir haben drei verschiedene Kartensets und können daraus coole Sachen machen. Ein eigenes Dungeon-Game bauen. Voll geil. Ein schön böses Kartenspiel für 2 bis 4 Spiele ab 10 Jahren. Dann darf ich es noch gar nicht spielen. Und jetzt machen wir natürlich noch ein Live-Read. Das heißt, wir lesen das ganze Inhaltsverzeichnisbuch durch. Willkommen im Dungeon. Bossmonster bietet dir die Chance, die ultimative Bösewicht zu werden. Der Boss, die ganz eigene Dungeon im Stil eines Side-Scroll-Videospiels. Falls du jemals Stunde damit verbracht... Aber machen wir mal weiter und zwar... Oh geil, was gibt es geileres als ein Energy-Drink bei der Hitze? Dankeschön für den Avengers Powerful Punch von Marvel. Der Energy-Drink, bei dem ihr auf eure Kosten kommt. Auf eure Kosten, versteht ihr? Voll gut! Dankeschön! Den werde ich genüsslich trinken und zwar am Freitagstream ab 21 Uhr. Ja Leute, ich muss immer ein bisschen Werbung machen für meine Livestreams, weil ich eben ganz viel livestreame und Freitagabend machen wir wahrscheinlich ein Horrorgame, ich glaube Silent Hill oder so fangen wir da an. Habe ich mega Bock drauf, Silent Hill 2 glaube ich. Deswegen mache ich da auch ganz gerne ein bisschen Werbung für und naja. Und für meinen Merch natürlich auch, wenn ihr Bock habt ein Cap zu kaufen oder ein T-Shirt von mir, checkt mal die Videobeschreibung ab, da gibt es ganz viel Merch auch bei mir. Und folgt mir sehr gerne auf Twitter. Auch sehr gerne, freut mich immer, alles unten in der Videobeschreibung. Schaut da vorbei, es lohnt sich. Ich habe sogar einen kleinen Text in die Videobeschreibung gepackt, extra für dich. Nur für dich, lesen dir durch. Und ich reibe gerade den Energy Drink an meinen Füßen, weil mir so warm ist, dass das irgendwie auch ein bisschen pervers ist, was ich da gerade mache. Ich schalte ihn mal weg. Was gibt's noch Tolles hier drin? Und zwar, einmal haben wir noch einen Bella Belta. Den machen wir jetzt mal auf. Es ist, oh geil, es ist so ein, so eine Dingens, ne? Kennt ihr das, was man so in den Mund nehmen kann? Ist das ein Kaugummi? Schmeckt sogar ganz gut. Ich glaube, die Prank Bros würden daraus voll den geilen Titel machen. Wahrscheinlich sowas wie extreme Challenge, eine ganze Süßigkeitenpackung in den Mund genommen. Und würde dann ausrasten, wenn ihr das hier nehmt. Oh mein Gott, ich habe alles im Mund. Oh. So oder so ähnlich könnte das vielleicht bei denen aussehen. Wir machen weiter mit... mit Socken. Nein! Loot Chest, wollt ihr mich irgendwie verarschen? Ich habe jetzt ernsthaft Wonder Woman Socken bekommen. Wonder Woman. Wonder Woman.
Was soll das? Naja, eigentlich gar nicht so doof. Also ich kann Socken immer gut gebrauchen, aber vielleicht nicht zwingend von Wonder Woman. Ich denke, da waren wahrscheinlich noch andere Exemplare drin und ich habe aus Versehen natürlich die weibliche Edition bekommen. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben ein Duff-Shirt bekommen. Ja, oh mein Gott, ich freue mich. Wie ein kleines Schnitzelkind. Oh mein Gott, ist das geil. Wir haben ein Duff-Bier-Shirt bekommen. Oh. Oh. Ich freue mich richtig, Leute. Das ist so cool. Ich wollte schon immer was von Duff-Bier haben. Das ist mega nice. Das trage ich übrigens auch in einem Livestream demnächst. Voll gut. Geil, Alter. Duff-Bier-Shirt. Wie geil ist das denn? Wow. Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich freue mich richtig. Okay, dann haben wir hier noch was. Und zwar ist das ein Geschirrtuch. Wieder mal was für die Küche. Und zwar ein Geschirrtuch von Star Wars. Voll geil. Finde ich auch geil. Kann man sich aber vielleicht auch einfach an die Wand hängen. Übrigens, Leute, wenn ihr Bock habt, mir wieder mal Fanarts zu schicken, macht das sehr gerne. Schaut mal in die Videobeschreibung, da ist eine Adresse, die ihr einfach nutzen könnt, um mir vielleicht mal wieder so coole Fanarts zu schicken. Oder aber einfach einen schönen Brief mit: Hey Dom, ich freue mich sehr, dass es dich gibt. Oder: Du bist ein Arschloch, verpiss dich aus YouTube. Irgendwie sowas. Schickt es mir sehr gerne, dann hängt ihr dann auch bald wieder an der Wand, weil ich muss mal ein bisschen austauschen, weil die Sachen teilweise schon Jahre alt sind. Deswegen freut es mich sehr, wenn ihr mir mal Sachen zuschickt. Aber auch hier sehr geil, ein Geschirr-Küchentuch. Voll gut. Und dann haben wir noch, last but not least, Wonder Woman. Gratis Comic. Wieder mal mit tollen Inhalten, die man sich angucken kann. Sehr coole Sache. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Dankeschön, dass du das Video angeschaut hast. Und Entschuldigung, falls ich da wirklich irgendwie was Dummes draus gemacht habe in Sache Thumbnail und Titel. Aber ich hab's mir, glaube ich, nicht verkneifen können. Ich kenne den Zukunfts-Dom und der ist, macht das, glaube ich, so. Und zum Abschluss nicht vergessen, Leute. Likest du das Video genauso? In etwa so wie ich meine eigenen Videos like? Teilst du das Video genauso? Wie geht das eigentlich? Ja, es geht jetzt einfach über Twitter, Facebook oder WhatsApp. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi, Kowski. Wow. Oh, oh.